Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren geführten Traumreise zum Einschlafen. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Marco Neumann und ich nehme dich heute mit auf eine faszinierende Reise in die Antarktis. Hier in dieser majestätischen Welt bist du Teil eines Forschungsteams und für ein paar Tage isoliert und ganz allein in einer sogenannten Kabause untergebracht. Eine winzige Unterkunft inmitten einer atemberaubenden Abgeschiedenheit vom Rest der Welt. Die Polarnacht steht bevor, eine Zeit, in der die Sonne nur für wenige Stunden den Horizont streift und die Welt in ein magisches Licht taucht. Sitze oder liege bequem an deinem Lieblingsplatz, an dem du dich sicher und geborgen fühlst. Vielleicht ist es dein bequemer Sessel, dein weiches Bett oder eine kuschelige Ecke in deiner Wohnung. Wo auch immer du bist, richte es so ein, dass du dich vollkommen entspannen kannst. Nimm dir einen Moment, um dich niederzulassen, dich einzukuscheln und die Annehmlichkeiten zu genießen, die dich umgeben. Jetzt in diesem Moment der Ruhe schließe langsam deine Augen. Lass den Tag mit all seinen Aufgaben, Herausforderungen und dem Lärm des Alltags hinter dir. Atme tief ein und spüre, wie die Luft deine Lungen füllt. Dann atme langsam aus und lasse mit jedem Atemzug die Anspannung des Tages los. Stell dir vor, wie sich mit jedem Ausatmen Sorgen und Stress auflösen und in die Ferne schweben. In diesem Raum, in diesem Moment, gibt es nichts, was deine Aufmerksamkeit oder deine Energie braucht. Es zählt nur das Hier und Jetzt,
die Stille, die dich umgibt. Spüre, wie dein Körper schwerer wird, wie er tiefer eintaucht in die Unterlage, die dich trägt. Lass dich von diesem Gefühl der Schwere einhüllen, das dich in einen Zustand tiefer Entspannung führt. Spüre, wie deine Gedanken langsamer werden, wie der Fluss der Zeit sich verlangsamt. Erlaube dir, in diesen Zustand der Gelassenheit einzutauchen, in dem nichts mehr zählt als dein Wohlbefinden und deine Ruhe. Hier bist du frei von Verpflichtungen, frei von Erwartungen. Es gibt nur dich und diesen Moment der Stille und des Friedens. Nimm dir diese Zeit ganz für dich, um dich zu regenerieren. In dieser Oase der Ruhe kannst du alles loslassen, was dich beschäftigt oder belastet. Stell dir vor, wie all deine Lasten und Sorgen wie Blätter vom Wind davonwehen, bis sie nur noch ferne Gedanken sind. Spüre, wie dein Geist klarer wird, wie der Raum in deinem Kopf, der vorher von den Ereignissen des Tages besetzt war, nun frei und offen ist. In diesem offenen Raum kannst du Frieden finden,
Eine Stille, die sowohl beruhigend als auch erneuernd ist. Erkenne, dass in diesem Moment alles in Ordnung ist. Du bist genau da, wo du sein sollst. Erlaube dir, in diesem Gefühl der Vollkommenheit und des Friedens zu baden. Du hast alles getan, was du heute tun musstest. Jetzt ist es Zeit für dich, dich zurückzulehnen, dich zu entspannen und die Ruhe zu genießen. Atme tief und ruhig weiter und spüre, wie du mit jedem Atemzug tiefer in diesen Zustand der Entspannung eintauchst. Lass die Außenwelt los und wende dich nach innen an einen Ort der Ruhe und Gelassenheit. Hier in deinem inneren Refugium kannst du dich erholen, regenerieren und Kraft sammeln für einen neuen Tag. In dieser friedvollen, beruhigenden Umgebung gleitest du sanft in einen Zustand tiefer Entspannung und inneren Friedens. Hier, ganz bei dir, kannst du vollkommen loslassen und dich der Ruhe hingeben. Nichts zählt mehr außer diesem Moment der Stille, dieses Gefühl der absoluten Entspannung und des Wohlbefindens.
Stell dir vor, du bist Teil eines Forschungsteams in der Antarktis. Inmitten einer der isoliertesten und faszinierendsten Umgebungen der Welt. Du befindest dich gerade in einer kleinen, abgelegenen, sogenannten Kabause, fernab von der Hauptforschungsstation. Diese Kabause, eine einfache, aber gemütliche Unterkunft, ist dein Zuhause für die nächsten Tage. Hier hast du die einzigartige Gelegenheit, die atemberaubende Tierwelt der Antarktis zu beobachten und zu erforschen. Insbesondere Pinguine. Deine Kabause liegt inmitten einer unberührten, schneebedeckten Landschaft, die sich, soweit das Auge reicht, erstreckt. Es ist eine Welt aus Eis und Stille, in der die Geräusche des Windes die einzigen Laute sind, die die Stille durchbrechen. Um dich herum erstreckt sich ein Panorama von schroffer Schönheit. Eisberge in der Ferne ragen wie Wächter aus dem Meer. Und die endlose Schneelandschaft wirkt fast wie ein Traum. Die Tage hier sind kurz und die Sonne lugt nur für wenige Stunden über den Horizont, bevor sie wieder verschwindet. Während dieser kurzen Momente erlebst du ein Naturschauspiel, das seinesgleichen sucht. Die tiefstehende Sonne taucht den Himmel und die Schneelandschaft in ein warmes Licht aus Gelb- und Orangetönen. Ein magischer Kontrast zur sonst so monochromen und kalten Welt. In deiner kleinen Kabause, umgeben von Büchern, Karten und Forschungsausrüstung, findest du alles, was du für deine Arbeit und dein Wohlbefinden benötigst. Trotz der Abgeschiedenheit fühlst du dich sicher und geborgen. Hier kannst du dich voll und ganz auf deine Forschungsarbeit konzentrieren, das Verhalten der Pinguine studieren und dabei die unglaubliche Ruhe und Abgeschiedenheit der Antarktis genießen. Es ist ein Ort der Reflexion und inneren Ruhe, weit entfernt von der Hektik
und dem Lärm der bewohnten Welt. Diese Erfahrung in der Antarktis bietet dir die seltene Gelegenheit, in völliger Isolation und Stille zu sein, was dir erlaubt, dich tief mit der Natur zu verbinden und die Essenz der Einsamkeit zu erfahren. Während die Polarnacht näher rückt und die Welt in Dunkelheit gehüllt wird, bist du Zeuge eines einzigartigen Naturschauspiels, das nur wenige Menschen je erleben dürfen. Jeder Tag hier ist ein Geschenk, eine Chance, das Leben in seiner reinsten Form zu erfahren und die tiefen Geheimnisse der Antarktis zu entdecken. Du beginnst deinen Tag in der Antarktis früh, eingehüllt in die Stille des Morgens. Draußen erstreckt sich die unendliche Weite der Eislandschaft, die im sanften Licht der aufgehenden Sonne zu glitzern beginnt. Heute hast du vor, eine Stelle zu erkunden, an der du einige Pinguine besonders gut beobachten kannst. Du schnallst dir die Schneeschuhe an, bereit für dein Abenteuer in dieser faszinierenden Welt aus Eis und Schnee. Mit jedem Schritt, den du auf deinen Schneeschuhen machst, sinkst du leicht in den frischen, pulvrigen Schnee ein. Die Schneekristalle funkeln im Sonnenlicht wie unzählige kleine Diamanten. Die Kälte beißt sanft in deine Wangen, aber du fühlst dich lebendig, belebt von der klaren, reinen Luft und der Schönheit um dich herum. Während du wanderst, beobachtest du, wie die Sonne langsam höher steigt, obwohl sie nie wirklich weit über den Horizont hinauskommt. Das Licht spielt mit den Farben, wechselt zwischen sanftem Gelb, Orange, Rot und Violetttönen und zaubert ein atemberaubendes Spektakel am Himmel.
Dieses Licht wirft lange, eindrucksvolle Schatten über die Schneelandschaft und verleiht der Szenerie eine friedliche, fast unwirkliche Qualität. Die Stille um dich herum ist beeindruckend. Es gibt nur das gelegentliche Knirschen des Schnees unter deinen Füßen und das Rauschen des Windes. Dieses Gefühl der Abgeschiedenheit und Ruhe erfüllt dich mit einer tiefen Zufriedenheit. Du fühlst dich frei. Frei von den Sorgen des Alltags, frei von Lärm und Hektik. Hier in der endlosen Weite der Antarktis fühlst du dich als Teil von etwas Größerem, etwas Ewigem und Wunderschönem. Als du die Stelle erreichst, an der die Pinguine sich versammelt haben, breitet sich ein Gefühl der Ehrfurcht in dir aus. Vor dir erstreckt sich eine lebendige Kolonie, ein quirliges Gemeinwesen, das in dieser schroffen und eisigen Umgebung zu Hause ist. Die Pinguine in ihren charakteristischen Gefiedern gehen ihren Tätigkeiten nach. Einige watscheln komödiantisch über das Eis, während andere sich geschickt auf ihren Bäuchen rutschen lassen. Ihre Unbekümmertheit und Anmut in dieser rauen Landschaft sind nicht nur faszinierend, sondern auch tief inspirierend. Du findest einen ruhigen Platz, um dich hinzusetzen und das Schauspiel zu beobachten. Deine Augen folgen einem besonders liebevollen Elternpaar, das sorgfältig ihr Küken unter ihrem Körper verborgen hält und ihm Wärme und Schutz in der bitteren Kälte bietet. Hin und wieder lugt ein kleiner, flauschiger Babypinguin hervor, neugierig blickend
und unglaublich niedlich in seiner unbeholfenen Art. Diese zarten Momente der Fürsorge berühren dein Herz tief. Die majestätische Stille der Antarktis umgibt dich, unterbrochen nur durch das Rauschen des Windes. Die endlose Eislandschaft erstreckt sich bis zum Horizont, wo das magische Licht der niedrig stehenden Sonne den Himmel in ein Kaleidoskop aus Gold- und Orangetönen taucht. Diese Szenerie, so surreal und malerisch, wirkt fast wie ein Traum. In diesem Augenblick, umhüllt von der unberührten Schönheit der Natur, erlebst du eine fast meditative Verbundenheit mit der Welt um dich herum. Du sitzt da, in der Weite der Antarktis, umgeben von einer atemberaubenden Stille, die so vollkommen ist, dass sie fast greifbar erscheint. Du bist ein stiller Beobachter, ein Gast in der Welt der Pinguine, der das Privileg hat, Zeuge ihrer intimsten Momente zu sein. Diese kleinen Familien, die sich um ihre Jungen kümmern, bieten dir einen seltenen Einblick in die Unschuld und Reinheit des Lebens. Während du dort sitzt, verändert sich das Lichtspiel am Horizont stetig. Die Sonne, tief und golden, malt den Himmel in immer sattere Farbtöne, die sich im endlosen Eis widerspiegeln. Dieses Schauspiel des Lichts ist so friedlich und still, dass es deine gesamte Aufmerksamkeit einfängt. Jeder Farbton, jede Nuance wirkt wie ein Pinselstrich in einem exquisiten Gemälde, das nur für diesen Moment existiert. Die Kälte um dich herum wird zu einem Teil deines Meditationsprozesses. Jeder Atemzug,
den du in der reinen, kalten Luft nimmst, verbindet dich mehr mit deiner Umgebung. Mit jedem Ein- und Ausatmen fühlst du, wie die klare, eisige Luft deine Lungen füllt und dich belebt. Es ist eine Reinigung, nicht nur körperlich, sondern auch geistig und seelisch. Du spürst, wie alle Sorgen des Alltags, der Lärm und die Hektik der modernen Welt in dieser endlosen Eiswüste verblassen. Hier, in dieser abgelegenen Ecke der Welt, umgeben von der majestätischen Eislandschaft und den lebhaften Pinguinen, findest du ein seltenes Glück. Es ist ein einfaches, pures Glück, das aus der tiefen Verbindung mit der Natur und ihren Wundern entsteht. Du fühlst dich frei, frei von den Fesseln des Alltags, frei, um im Moment zu leben und die Schönheit um dich herum vollständig zu erleben. Die Zeit scheint keinen Einfluss auf diesen Ort zu haben. Stunden könnten wie Minuten vergehen und Minuten wie Stunden, während du in der Stille sitzt und die Szene in dich aufsaugst. Diese Momente der Ruhe und des Friedens in der Antarktis sind wie ein kostbares Geschenk. Eine seltene Gelegenheit, sich selbst und die Welt um sich herum in ihrer reinsten Form zu erleben. In dieser stillen Meditation, umgeben von der malerischen Landschaft und dem Zauber der Natur, findest du einen inneren Frieden, der tief und nachhaltig ist. Während du noch in Gedanken versunken das zauberhafte Naturschauspiel der Pinguine beobachtest, beginnt sich die Szenerie um dich herum zu verändern. Die Sonne, bereits tief am Horizont,
neigt sich nun rapide dem Ende ihres kurzen Tages zu. Innerhalb von wenigen Momenten verwandelt sich das goldene Leuchten in sanfte Dämmerung. Und die Schatten der antarktischen Landschaft werden länger und intensiver. Du spürst, wie die Kälte zunimmt. Ein Zeichen dafür, dass es Zeit ist, den Rückweg anzutreten. Du stehst auf, schnallst dir erneut die Schneeschuhe an und beginnst den Weg zurück zu deiner Kabause. Mit jedem Schritt auf dem knirschenden Schnee fühlst du dich erfüllt und dankbar für die erlebten Momente. Die Dunkelheit breitet sich schnell aus, umhüllt die Welt um dich herum und hüllt alles in eine ruhige, geheimnisvolle Atmosphäre. Der kurze antarktische Tag geht zu Ende und die Nacht, lang und tief, nimmt ihren Anfang. Als du deine Unterkunft erreichst, empfängt dich die wohltuende Wärme deines temporären Zuhauses. Die kleine Kabause, eine Oase inmitten der eisigen Wildnis, bietet dir Schutz und Geborgenheit. Du schließt die Tür hinter dir, lässt die Kälte und die Stille der Außenwelt hinter dir und genießt die wohltuende Wärme. Hier drinnen fühlst du dich sicher und geborgen. Ein Kontrast zur endlosen offenen Weite, die du gerade verlassen hast. Später machst du es dir in deinem Bett bequem, eingehüllt in weiche, warme Decken. Während du dich entspannst, richtest du deinen Blick auf das große Panoramafenster, das dir einen ungestörten Blick auf den nächtlichen Himmel bietet. In dieser tiefen Dunkelheit der antarktischen Nacht offenbart sich dir ein Anblick, der in seiner Pracht fast unwirklich erscheint. Der Sternenhimmel über der Antarktis ist etwas ganz Besonderes. Fernab von jeglicher Lichtverschmutzung und den Ablenkungen der bewohnten Welt präsentiert sich das Universum in seiner reinsten Form. Millionen von Sternen funkeln am Himmel, jeder leuchtend wie ein winziger Diamant auf dem samtigen Schwarz der Nacht.
Die Milchstraße zieht sich wie ein schimmerndes Band über den gesamten Himmel. Und du fühlst dich, als würdest du direkt in die unendlichen Tiefen des Weltraums blicken. Diese Sternennacht, so klar und tief, weckt in dir ein Gefühl der Demut und des Staunens. Du liegst da, blickst hinauf und lässt dich von der Schönheit des Kosmos überwältigen. Jeder Stern scheint eine Geschichte zu erzählen, ein fernes Echo aus einer anderen Zeit und einem anderen Raum. Es ist, als würdest du in direkter Verbindung mit dem Universum stehen, als Teil eines großen, mysteriösen Ganzen. Die Stille deiner Unterkunft, die nur durch das leise Knistern des Ofens unterbrochen wird, und der Anblick des nächtlichen Himmels wirken zusammen, um dich in einen Zustand tiefer Entspannung und innerer Zufriedenheit zu versetzen. Hier in dieser kleinen Unterkunft am Ende der Welt, unter einem Himmel, der so reich und lebendig ist, findest du eine seltene Ruhe. Während du da liegst, eingekuschelt in deine warmen Decken, beginnst du, dich dem Schlaf hinzugeben. Dein Blick ruht immer noch auf dem faszinierenden Sternenhimmel, der sich wie ein funkelndes Juwel über das Panoramafenster deiner Kabause spannt. Langsam aber sicher fühlst du, wie Müdigkeit deine Sinne umhüllt. Sanft und unaufhaltsam. Deine Augenlider werden schwerer und du spürst,
wie die Grenze zwischen Wachsein und Traum zu verschwimmen beginnt. Die Sterne draußen am Himmel scheinen jetzt noch weiter entfernt, als würden sie in eine andere Dimension rücken. Sie funkeln und flimmern, fast als würden sie dir zuwinken, dich einladen, in die Welt der Träume einzutauchen. Die Eindrücke des Tages, das lebendige Treiben der Pinguine, die majestätische Stille der antarktischen Landschaft, das zauberhafte Spiel des Lichts beginnen allmählich zu verblassen. Sie lösen sich auf wie Nebel im Morgengrauen, während du tiefer in die weiche Umarmung des Schlafes sinkst. Kalte, klare Luft der Antarktis, die du noch vor Stunden geatmet hast, scheint jetzt wie eine ferne Erinnerung, während die Wärme deiner Unterkunft dich in Sicherheit wiegt. Dein Atem wird ruhiger und tiefer, im Einklang mit dem leisen, beruhigenden Rhythmus deines Herzens. Jeder Atemzug trägt dich näher ins Reich der Träume, einer Welt, die ebenso geheimnisvoll und weit ist wie der Sternenhimmel über dir. Du spürst, wie deine Gedanken leichter werden, wie sie schweben und tanzen, bevor sie sanft in den Schlaf übergehen. Dann, in diesem perfekten Moment der Ruhe, überquerst du die Schwelle. Die Realität weicht dem Traum,
und du findest dich gleitend in einem Ozean aus Sternen und Dunkelheit. Vielleicht träumst du von fernen Galaxien, von unbekannten Welten, die darauf warten, entdeckt zu werden. Oder von der friedvollen Stille der antarktischen Nacht, die dich behutsam in ihren Armen hält. Hier in deiner kleinen Unterkunft am Ende der Welt, umgeben von der unendlichen Schönheit und Stille der Antarktis, gleitest du in einen tiefen, erholsamen Schlaf. In dieser Nacht, unter einem Himmel, der so lebendig und reich ist, bist du mehr als nur ein kleines menschliches Wesen. Du bist ein Teil des großen, wundervollen Universums, verbunden mit allem, was existiert und jemals existieren wird.